Good evening, this is Runex. We don't want to die in hospital. Bonsoir, Monsieur, Dame, c'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Es geht um Kräutermedizin, Herbal Medicines. Ich habe ein Buch bekommen. Das wird eine relativ kurze Folge. Ich packe mal das Buch aus. Das Schöne ist, das ist wieder eine internationale Lieferung und es ist ein holländischer Beleg drauf und es ist ein Beleg von DPD drauf. Ist also ein weiterer Nachweis für meine Qualifikation auf der Außenseite, deshalb schneide ich das wahrscheinlich aus und mache das nicht kaputt und reiße es nicht einfach auf. So, es ist das drin, was ich erhofft habe. Es steht hier auf der alte Preis, $26.95, priced in Canada. Das heißt, es ist aus Kanada und es ist Health Management Books, steht da. Man weiß, wo es früher vertraut worden ist. Ich finde das bei so gebrauchten Büchern immer interessant, wo die herkommen. Wahrscheinlich ist es über Holland nach Deutschland, nach Europa importiert worden und dann weiter. So, den DPD-Aufkleber kann ich mir eigentlich schenken. Da steht schon meine Adresse drauf. So. Holistic Herbal, a safe and practical guide to making and using herbal remedies. Es sind sogar noch Lesezeichen drin. Hier beim Nervensystem, Nervous System. Das Schöne ist, es ist nach Krankheiten geordnet oder nach betroffenen Organen. Es geht zum Beispiel hier über das Herz-Kreislauf-System, das Atemsystem,
Ohren, Nase, Rachen und Augen, das Verdauungssystem, das Nervensystem, die Haut, das Muskel- und das Skelettsystem und das Glandularsystem, das ist das Lymphsystem, das Reproduktionssystem, das Pipi-System, Infektionskrankheiten, Krebs und dann gibt es einen Teil ganzheitliche Medizin und Gesundheitsvorsorge, und dann gibt es hier Chemie von Heilkräutern, da sind auch so Moleküle abgebildet. Dann gibt es einen Teil Aufbereitung von Heilkräutern. Gibt es auch hier so Bilder, wie man das machen kann. Mir gefällt das Buch nicht gut, ich kannte das schon. Gibt auch, ja, genauso kenne ich das. Das ist sehr handwerklich, um das mal vorsichtig auszudrücken. Deshalb macht das Ganze auch Spaß. Relativ alte Bilder, ist noch ein Klassiker. Dann werden die Heilkräuter hier vorgestellt. Zum Beispiel hier Silberbuche, Bittersweet, Black Ketushi, Black Haw, das ist auch alles, was man hier in der Gegend anbauen könnte. Bockbienen, Buchsbaum. Hier unten ist Buchsbaum, direkt vom Haus. Sieht auch so aus zur Zeit, der blüht gerade. Ich weiß gar nicht, ob das in dem... Ich guck mal gerade nach, sowas interessiert mich dann auch. Ich habe ja hier mein Heilpflanzenbestimmungsbuch. Blütenfarbe gelb. 106. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Jetzt schon ein paar Blüten zu viel. Tja, Buchsbaum ist nicht dabei. Kann man nichts machen. Ist wahrscheinlich hier nicht endemisch. Da muss man sich dann mit Biologen drüber streiten. Was auch schade ist in diesem Buch, es gibt kein alphabetisches Pflanzenverzeichnis. Naja. Ich halte mich dann auch an das hier. Das ist schön, weil es da vielleicht auch noch andere Sachen zu entdecken gibt. Ja, das war's auch schon. Da ich nicht genug Geld habe und keine bezahlte Beschäftigung, kann ich erstmal hier nicht weitermachen mit Videos, sondern muss mich ums Arbeitsrechtshandbuch kümmern.
Sonst komme ich auf keinen grünen Zweig, habe ich das Gefühl. Tschüss.